Vom Unglauben über das Denken zum Glauben, geht das denn überhaupt? Ich setze voraus, dass die Teilnehmer hier die Lebensdaten Edith Steins kennen, auch die Umstände ihres Lebens. Ich möchte mich heute auf diesen Weg einlassen, und zwar beginnend mit der biografischen Tatsache, dass Edith Stein ab dem Alter von 13, 14 Jahren aufgrund eines Besuches bei ihrer älteren Schwester Elsa, der sogenannten schönen Elsa, die selbst Lehrerin war und in Hamburg verheiratet war, entschloss, nicht mehr zu beten. Man bezeichnet sie damals, oder sie, man hat später behauptet, sie sei damals eine Atheistin geworden. Das Wort verwendet sie nicht. Aber sie verwendet ein ähnlich radikales Wort, und zwar ganz spät in ihren Exerzitien, die sie noch in Köln macht. Und dort klagt sie sich einer Jugendsünde an, und diese Jugendsünde nennt sie den radikalen Unglauben. Das ist ein wörtliches Zitat, der radikale Unglaube meiner Jugend, den sie also bis eben noch in ihre Karmelzeit als eine Last empfindet. Was heißt hier radikaler Unglaube? Edith Stein stammt aus einer jüdischen Familie. Wir wissen das, das brauche ich nicht ausführen. Aber sie hat in dieser jüdischen Familie selbstverständlich die Gepflogenheiten, die familiäre Religiosität, auch die Familienfeiern, so den Sabbateinleitung am Freitagabend, solche Dinge mitbekommen. Sie schreibt darüber. Sie schreibt schon ein klein wenig aus einem Abstand auch übrigens. Sie hat sich, wie ihre Geschwisterschar insgesamt, nicht wirklich in der Theologie des Judentums informiert. Wir wissen heute, in ihrem Abiturzeugnis ist der Religionsunterricht durchgestrichen. Sie wird unter mosaischer Religion geführt, aber sie hat nicht zugehört. Sie hat sich abgemeldet. Das war damals schon möglich. Sie hat sich nicht interessiert. Der radikale Unglaube ist insofern einerseits ein wenig abzuschwächen, als sie selbstverständlich aus dieser Erinnerung an ihre jüdische Familie einen wirklichen Fundus und auch einen Schatz an Erinnerungen, an einer bestimmten Frömmigkeit, vor allem den Frömmigkeitseindruck von ihrer Mutter mitträgt. Andererseits noch einmal theologisch, das heißt wirklich intellektuell unterbaut, das Judentum im Grunde genommen nicht kennt. Es gehört zu den großen Gnaden ihres Lebens, dass sie später nach der Taufe, als sie Christin wurde, zum ersten Mal wirklich theologisch und auch in der Lektüre in das Alte Testament eingedrungen ist. Eine besondere Gnade, so hat sie es empfunden, aus dem Grunde, weil sie gerade mit der Taufe eigentlich ihr Judentum ja gar nicht verließ. Das war ja der innere Vorwurf, auch der äußere Vorwurf, der ihr von ihrer Mutter und von den Geschwistern zum Teil unterschwellig, aber auch laut vorgeworfen wurde, während Edith Stein gerade umgekehrt erfuhr, dass sie durch die Taufe wesentlich nun auf die tiefen Dimensionen des Judentums stieß und sie sich eigentlich zum ersten Mal wirklich angeeignet hat. Ich will das mit einer kleinen Anekdote unterstreichen und dann zu unserem Thema kommen. Wir sind beim Thema, aber wir sind gewissermaßen noch bei der Ebene, wie weit wir Edith Steins Unglauben und tatsächlich ernst zu nehmen haben. Die Anekdote lautet folgendermaßen: Edith Stein war 1928 bis 32 in Beuron, damals der zentrale Anziehungspunkt, vor allem für Laien, die die große Liturgie der Benediktiner dort mitfeiern wollten. Sie war immer an Ostern dort, teilweise sogar an Pfingsten, und kniete dann ab 5 Uhr früh, das heißt also mit Beginn der Matutin, in der linken Seitenkapelle der Sakramentskapelle des Klosters Beuron. Die Kapelle war damals durch diese Beuroner Kunst ausgestaltet, und sie kniete vor den Bildern, innerhalb der Bilder, umgeben von diesen Bildern der großen jüdischen Frauen. Das heißt, Sarah, Rachel, Rebekka, Hanna, dann aber auch die großen Prophetinnen Hulda und so fort. Und für Edith Stein war dieses Knien gewissermaßen im Raum der heiligen Frauen Israels wirklich wie ein Geschenk. In diesem Sinne wird sie also noch einmal aus einem pubertären, aber doch radikalen, intellektuell begründeten Unglauben durch die spätere Krise, die wir ganz kurz auch dann auch in die einmal nochmal beleuchten,
auf eine Spur gesetzt, die mit dem Neuen Testament für sie die Lösung bietet, aber vom Neuen Testament dann wirklich völlig organisch wiederum zurückführt ins Alte Testament. Wir gehen diesen Weg nun nicht in dieser Explizitheit, sondern wir gehen ihn nun intellektuell, wir gehen ihn philosophisch, wir gehen ihn gedanklich. Wir setzen ein. Edith Steins Denken und Leistung verstehen heißt, ihre gedankliche Herkunft aus der Philosophie des 19. Jahrhunderts ins Auge fassen, insbesondere natürlich ihre Schulung bei Edmund Husserl, geboren 1859 in Kroßnitz in Mähren. Husserl steht in dieser Reihe der ganz großen Namen deutschsprachiger Philosophie. Dieser Bogen spannt sich von Kant bis zu Heidegger, der große Husserl-Schüler und Kommilitone Edith Steins. Wir können diesen Bogen im Grunde genommen eben auch mit Heidegger abschließen, leider muss man sagen. Aber für diese 150 Jahre ist Deutsch die Weltsprache im Grunde genommen der Philosophie. Wer ist nun Husserl und warum hat Edith Stein bei Husserl zum ersten Mal begonnen, auf ihrem radikalen Unglauben auch intellektuell sich zu entfernen? Als sie 1913, das heißt zwei Jahre nach Studium bereits in Breslau, in dem sie völlig unbefriedigt bleibt, sie hatte vor allem Psychologie studiert, eine Psychologie ohne Seele, wie sie sagte, bei William Stern, dann in die Philosophie wechselt. Sie hat auch bei Hönigswald gehört, in Breslau, den sie auch unzufriedenstellend findet. Also das erste Semester, Edith Stein ist bereits ziemlich kritisch unterwegs, fliegt sie dann allerdings, man kann fast sagen, wie die Biene in den Stock, nach Göttingen zu Husserl. Sie hatte seine logischen Untersuchungen gelesen, 1901, also ein epochales Werk Husserls, und wurde von ihm aufgenommen in sein Seminar. Er prüfte sie, er fragte sie nach diesen logischen Untersuchungen. Man konnte nicht einfach in ein Seminar eintreten, man musste schon Kenntnisse vorweisen. Und Edith Stein hat nun bei Husserl die erste Erschütterung ihres, ich nenne es nochmal so, ihres intellektuellen Unglaubens erhalten. Warum? Der erste Gedanke gilt nun Husserl. Husserl hatte mit großer denkerischer Anstrengung eine freie Bahn geschaffen. Er vollzog eben 1900 mit diesem Werk Logische Untersuchungen einen ebenso revolutionären wie konservativen Schritt. Klingt merkwürdig, wird gleich erklärt. Also sowohl revolutionär, aber auch konservativ. Es war insofern, als er wiederum begann, über das Wirkliche, das heißt die Welt, Gegenständlichkeit, Faktizität als Gegebenheit zu reden. Was ist daran revolutionär? Husserl setzt sich in diesem Gedanken auseinander, weniger mit Kant als mit dem Kantianismus der Zeit, dem Neukantianismus vor allem. Kant hatte gefragt, und das ist unhintergehbar, ist eine der Gipfelleistungen der Philosophie, wie erscheint etwas? Also wie ist eine Methodenfrage, wie erkennt das Erkennen? Das heißt, Kant hat sich konzentriert auf den Erkenntnisvorgang als solchen. Wir können das bereits ausdrücken mit einem Bild, das sich gut vorstellen lässt. Max Scheler hat übrigens dieses Bild auch verwendet. Erkennen wird ja meistens über das Sehen reflektiert. Das heißt, Kant untersucht das Auge auf sein Sehvermögen. Wie sieht das Auge? Im Laufe dieser Anstrengungen wurden allerdings die Analysen nicht nur bei Kant, sondern vor allem im Neukantianismus immer feiner, immer subtiler, nicht mal positiv. Aber im Grunde genommen hatte die Philosophie die Frage nach der Welt vergessen. Das heißt nicht mehr die Frage nach dem Gegenstand des Erkennens, sondern die Frage nach dem Erkenntnisvorgang als solchem. Nochmal, das Auge, das sich selbst erkennt. Aber das Auge erkennt eben außerhalb seiner selbst nichts. Es ist leicht übertrieben, aber im Grunde ist die Tendenz so, dass die Erkenntniskritik im Grunde genommen in sich selbst mündet. Das heißt also eine zirkuläre Bewegung macht. Was Husserl nun, jetzt kommen wir zum revolutionären Schritt, der gleichzeitig eine konservative Bedeutung hat, auslöst, ist nun die Frage, die Husserl wiederholt, nämlich die Frage, wie erkennt man etwas? Aber er betont sie anders. Wie erkennt man etwas? Es ist dieselbe Frage, aber nun wird nur gefragt, wie man zu den Sachen selbst kommt.
Das heißt, die Analyse Kants bleibt erhalten, selbstverständlich, die Erkenntniskritik ist valide, aber Husserl spricht aber nun, um sich gegen eine sozusagen eine brutale oder sozusagen auch nur auf Fakten richtende Erkenntnis wie in den Naturwissenschaften abzugrenzen. Er muss die ganze Erkenntniskritik behalten, nicht von den Dingen als den gegenständlichen Dingen, als den berührbaren, den sinnlichen. Wenn er davon spricht, dass die Philosophie zu den Sachen selbst vorzudringen habe, dann hat das die Bedeutung nicht der positivistischen Gegenstände, an die ich rühre. Das tue ich in jedem Alltag. Das ist nicht das Geschäft der Philosophie. Wir bewegen uns, wir leben, wir vollziehen unseren Alltag eben in dieser Berührung mit Welt, mit den Dingen etc. Aber wenn sich die Philosophie mit den Dingen beschäftigt, dann tut sie das nicht mit ihrer puren Faktizität, sondern wenn sie zu den Sachen selbst kommt, und jetzt kommt die bedeutende Einschränkung, die Husserl hier macht, dann geht es nicht darum zu behaupten, dass wir diese Sachen in ihrem an sich erkennen, das hat Kant ja schon ausgeschlossen, sondern nach wie vor für uns, also das heißt von unserem Erkenntnisvermögen vorinterpretiert oder eingerahmt, heute würde man von Framing sprechen. Und das bedeutet jetzt, dass wir eben nicht von den Sachen an sich, sondern von den Sachen für uns sprechen. Und das kleidet nun Husserl in diese Überlegung, die er mit dem Wort Phänomen bedenkt. Wir sind jetzt in einer Phänomenologie, das heißt, Husserl vermeidet zu beurteilen, ob wir nun mit den Sachen im Sinne der Wirklichkeit, also ihrer wirklichen Existenz an sich zu tun haben. Er vermeidet überhaupt über Existenz zu sprechen, der Dinge, die wir sehen, aber seine Lösung, jetzt nochmal revolutionär und konservativ gleichzeitig, wir sprechen über Phänomene, das heißt, wir können nachdenken über das, was uns erscheint. Ich glaube, das ist ziemlich deutlich, was jetzt gemeint ist. Da ist ein Vorbehalt drin. Und der Vorbehalt heißt, Husserl vermeidet nun, in die kantische Problematik so einzusteigen, dass er wieder sozusagen die Erkenntnis der Dinge an sich behauptet. Er vermeidet sie, indem er etwas einklammert, was gar nicht mehr thematisch wird, nämlich die Existenz der Dinge. Wir können nachdenken über alles das, was uns erscheint, übrigens ohne die geringsten Einschränkungen. Erscheinungen per se können nicht geleugnet werden, sie erscheinen uns eben. Dahinter steckt das Wort Phänomenon im Griechischen mit dem Wort Phos, P-H-O-S, für Licht oder Feuer verwandt. Also das, was einleuchtet. Wir klären aber nicht die Frage einer Realexistenz. Das ist ein Vorbehalt, den die Phänomenologie macht, womit sie sehr gut, jedenfalls am Anfang, sehr gut über dieses Dilemma hinwegkommt, nämlich zu fragen, wie denn die real existierende Wirklichkeit eigentlich zu bedenken sei. Husserl hat nun in dieser Phänomenologie ein Wort verwendet, das wir in Zukunft jetzt brauchen, einsetzen, nämlich das Wort Phänomene sind gegeben, sie sind eine Gegebenheit. Im Französischen, in der Phänomenologie, die übrigens auch sehr klar auf der deutschen fußt, heißt es Donation, sehr wörtlich übersetzt. Phänomene sind Gegebenheiten. Wenn Sie mitdenken, bitte bereits notieren, dass wir hier einen Ansatzpunkt haben, bereits für Edith Stein später, nämlich die Frage, wer gibt die Gegebenheit? Also der Augenblick, wo wir in einer Gabe sprechen, ist ein zwingender Rückschluss auf den Geber vonnöten. Husserl fragt nicht nach dem Geber, die Frage vermeidet er, vermeidet überhaupt über Gott zu sprechen, wenn man ihn gleich so identifizieren. Aber die Gegebenheit ist der stehende Ausdruck. Ich nenne nun einige Zitate von Edith Stein, die mit diesem Griff auf die Gegebenheiten, auf das, was einleuchtet, auf das, was uns erscheint, eine unglaubliche Befreiung erfährt. Das heißt, eben aus diesem kantischen Zweifel, in dem nicht deutlich wird, ob uns unsere Einbildungskraft, unsere Fantasie, unsere Subjektivität übrigens dann auch Dinge nur erscheinen lässt, die im Grunde genommen für andere gar nicht sichtbar sind oder auch nicht thematisiert werden können. Nein, die Welt der Phänomene als solche kann für jeden explizit werden, kann für jeden auch in derselben Weise erscheinen. Edith Stein zitiert immer wieder auch den Ausdruck, dass Husserl zu den Sachen selbst zurückgegriffen sei.
Aber jetzt ganz präzise, sie schreibt, die Sachen selbst, die durch den Sinn der Worte getroffen werden sollen, sind nicht einzelne Dinge der Erfahrung, sondern wie der Wortsinn selbst etwas Allgemeines, die Idee oder das Wesen der Dinge. Das ist Edith Steins Übersetzung vollständig zutreffend. Wir sprechen von der Idee der Dinge. Das ist der Gegenstand der Philosophie, nicht sozusagen die brutale Faktizität. Husserl selber formulierte als Kern seiner neuen Methode wörtlich: Schauende Erkenntnis ist die Vernunft, möglichst wenig Verstand im Sinne von addierenden Einzelheiten, der Verstand als etwas Rechnendes, das von quantitativen Entitäten ausgeht, sondern vielmehr Vernunft, geht es weiter, möglichst reine Intuition, Intuitio sine comprehensione, schreibt Husserl jetzt lateinisch, das heißt Intuition ohne Abstraktion im Sinne einer Zusammenfassung. Wir werden in der Tat an die Rede der Mystiker erinnert, wenn sie das intellektuelle Schauen, kein Verstandeswissen, beschreiben. Und es geht weiter, sehr einleuchtend. Die ganze Kunst, so Husserl, besteht darin, rein dem schauenden Auge das Wort zu lassen und das mit dem Schauen verflochtene Meinen und das durch hinzukommende Reflexion hineingedeutete auszuschalten. Also das reine Schauen. Edith Stein hat später den Ausdruck verwendet, übrigens sehr typisch für sie, und das wird sogar charakterlich typisch. Sie will das reine Auge werden. Ein reines Auge. Das kommt immer wieder vor. Ich will das jetzt nicht alles einzeln belegen. Sie hat übrigens auch im Übersetzen, sie hat später Thomas von Aquin übersetzt, und auch versucht, diesem reinen Auge freie Bahn zu schaffen. Husserl hat übrigens in der mündlichen Lehre auch immer wieder ein Wort gesagt, das in dieselbe Richtung führt: Wer mehr sieht, hat mehr Recht. Das ist natürlich relativ unscharf. Ja? Also wer behauptet eigentlich mehr zu sehen? Es ist trotzdem sehr aussagekräftig. Das könnte man anhand von sich durchsetzenden Argumenten einmal beschreiben. Am Ende bleiben Argumente übrig und überzeugen letzten Endes auch. Wenn jemand mehr Daten eingearbeitet hat und mehr Konsequenzen aus diesen Daten auch ziehen kann. Also wer mehr sieht, hat mehr Recht. Also, um das nun durchzuführen, ich bin noch bei Husserl, und wirklich methodisch und präzise zu machen, muss Husserl nun die Schüler, und damit kommen wir zu unserem Thema, erziehen, wegzulassen, was dieses reine Auge behindert. Ich lese es einfach vor, das ist wirklich unglaublich eingängig und gleichzeitig auch, ja, es ist nicht etwas, was man in einer Stunde in der Universität lernt, sondern es ist eigentlich eine Lebenshaltung. Husserl nennt diese Lebenshaltung die Epoche, hängt übrigens schon mit unserem Wort von Epoche, also Zeiteinheit, zusammen, aber Epoche betont, ist nicht eine Zeiteinheit, sondern ist eine Klammer um etwas, also genau wie die Zeit auch in einer bestimmten Klammer dargestellt werden kann, eine bestimmte Zeitabschnitt. Er versucht nun Husserl einzuklammern. Was wird nun eingeklammert? Alles das, was den reinen Blick stört. Also hier. Alle subjektiven Vorurteile. Das bedeutet eine sehr intensive Reflexion. Alle subjektiven Vorurteile. Ich füge gleich hinzu, dass Edith Stein in ihrer Autobiografie hinzufügt, dass sie alle Scheuklappen ablegen musste, die sie bis dahin trug. Sie spricht von Scheuklappen. Eine zweite Einklammerung: keine historischen Hypothesen. Dazu gehört auch etwas, was für das Mittelalter wichtig war: Autoritätsbeweise. Also Thomas von Aquin hat gesagt oder Aristoteles hat gesagt, Platon hat gesagt. Das sind keine, im husserlischen Sinne, keine Möglichkeiten, argumentativ zu arbeiten. Es gibt keine historischen Ausflüge, sondern es dient die reine Anschauung. Bei Husserl ist es dann auch die reine Deskription. Bitte merken, Deskription. Es muss möglichst präzise beschrieben werden, was vor Augen steht. Ich darf hier eine Anekdote einführen, weil sie immer am besten merkbar ist. Hans Jonas, einer der großen Schüler, Husserl hatte übrigens auch sehr viele jüdische Schüler,
Hans Jonas fragte Husserl einem Seminar, was würden Sie tun, wenn Sie Gott begegnen? Gott war kein Gegenstand der Reflexion. Apropos, Husserl vermied, von Gott zu sprechen. Gut, aber die Frage lautete so, was würden Sie tun, wenn Sie Gott begegnen? Husserl gab die unglaubliche Antwort. Ich würde ihn beschreiben. Geradezu exzellent gut. Also nicht in eine Verehrung übergehen, sondern genau das Phänomen Gott, wie alle Phänomene, einfach hin lückenlos wiedergeben. Das bedeutet, jetzt bin ich beim vierten Punkt, also keine Vorurteile, keine historischen Argumente, reine Deskription, die aktuelle Anschauung. Was zeigt sich mir jetzt? Das Ganze aber, der nächste Punkt, nicht existenziell, nicht von der Frage des Existierens her aufzugreifen, sondern essentiell. Das berühmte Apfelbeispiel, ich beschreibe nicht den Apfel vor mir, ich beschreibe das Wesen des Apfels. Damit habe ich jeden Apfel getroffen. Aber das Wesen des Apfels kann ich an jedem einzelnen Apfel abnehmen. Was macht ihn zum Apfel? Eine essentielle Beschreibung. Nicht eine kontingente, keine zufällige. Das Problem, dass wir damit natürlich einhandeln und dass Edith Stein später sprengen muss, und das wird sie tun. Sie nennt sich später selber ganz übrigens sie begeht eine Ketzerei, so nennt sie das. Sie verlässt nämlich Husserl genau an dieser Stelle. Bedeutet, dass die ganze reale Welt, aber auch die reale Existenz selbstverständlich in der Klammer bleibt. Sie wird auch nicht geöffnet. Husserl wird die Klammer nicht mehr öffnen. Er wird sie sogar eher verschärfen. Für diejenigen, die sich mit ihm auskennen, er hat 1914 eine Wendung zu Kant gemacht, die eigentlich seine frühere, seine frühere Methodik, den Phänomenen zu begegnen, noch schärfer einschränkt. Ich will das jetzt nicht vertiefen, ist nicht unser Gegenstand. Also Husserl kehrt auch in den Augen Edith Steins zurück zu einer reinen Transzendentalphilosophie, was er selber übrigens verneint. Aber wir gehen den Schritt nun weiter. Wir haben hier bei Husserl also auf jeden Fall die Sache, das Wesen der Sache bitte, das Wesen der Sache, die Essenz der Sache, als ein Korrelat des Bewusstseins. Das ist klar bei Husserl. Die Intention unseres Erkennens geht immer auf eine Sache. Also Bewusstsein produziert nicht von sich her Welt. Damit überwindet Husserl natürlich den Solipsismus, also die reine Selbstbeschränkung des Denkens. Er geht wohl auf Welt, aber er geht auf Welt im Sinne, ich muss noch ein Fremdwort nehmen, dann vermeide ich in Zukunft jetzt diese Momente. Er geht auf Welt im Sinne eines Noema, nennt er das. Das heißt, eines Gegenstandes, der im Bewusstsein wahrgenommen ist. Aber es ist ein Gegenstand. Im Sinne des Phänomens, bitte. Also die Noemata, die Bewusstseinsgegenstände, sind nicht vom Bewusstsein erzeugt, das gerade nicht, sondern sie sind das Gegenüber der Intention unseres Bewusstseins. Klingt jetzt alles etwas mühsam, aber viele von Ihnen sind wahrscheinlich in dieser Gedankenwelt ohnehin schon drin, deswegen glaube ich, kann man es mal so abkürzen. Bewusstsein ist immer gerichtet auf etwas. Das ist der Durchbruch von Husserl. Also Bewusstsein ist nicht auf sich selbst gerichtet, im Sinne der bloßen Erforschung der eigenen Bewusstseinsvorgänge. Husserl durchbricht schon diese Schranke. Also Bewusstsein ist gerichtet auf etwas, aber er schränkt das Etwas ein auf dieses Phänomenale, nicht notwendig Existierende. Er nennt das auch das Anhalten des Weltglaubens. Das muss der Philosoph tun, einfach weil er zu schnell und zu unreflektiert dann wiederum nur auf die Ebene der Gegenständlichkeit gerät. Vielmehr hat der Philosoph die Welt der Idealität, also des Wesens, zu bedenken, und da genügt die Phänomenalität. Ich will diese Passage nun abschließen und Edith Steins Lernvorgang kennzeichnen. Und dazu überleiten mit einem Zitat von Scheler. Ich brauche nur das Zitat, ich will zu Scheler nichts weiter sagen, er ist der zweite Lehrer für Edith Stein gewesen. Übrigens anekdotenhalber zu sagen, dass er sich über sie geärgert hat, weil er behauptete, sie hätte etwas von ihm abgeschrieben in ihrer Dissertation.
was weder zu ihr passt, noch übrigens inhaltlich stimmte. Und Edith Stein hat sich auch gewehrt. Also die beiden waren nicht gut aufeinander zu sprechen. Aber Scheler hat eine, in der Tat eine sehr anschauliche, Scheler hat ohnehin eine anschauliche Sprache, aber eine wirklich anschauliche, schöne Überlegung zu der neuen Phänomenologie folgendermaßen formuliert. Die neue Haltung nennt er das. Er schreibt das 1912. Die neue Haltung mag als ein sich hingeben an den Anschauungsgehalt der Dinge, als die Bewegung eines tiefen Vertrauens in alles schlicht und evident Gegebene, als mutiges sich selbst loslassen in der Anschauung und in der liebenden Bewegung zur Welt in ihrer Angeschautheit bezeichnet werden. Diese Philosophie hat zur Welt die Geste der offenen, aufweisenden Hand, des frei und groß sich aufschlagenden Auges. Das ist nicht der blinzelnde, kritische Blick, den Descartes mit dem universellen Zweifel beginnend auf die Dinge wirft. Nicht Kants Auge, aus dem der Geistesstrahl so entfremdet wie aus einer anderen Welt und so herrschaftlich auf die Dinge fällt und sie durchbohrt. Der Mensch, der hier philosophiert, hat weder die Angst, welche die moderne Rechenhaftigkeit und den Berechnungswillen der Dinge gebiert, noch die stolze Souveränität des denkenden Rohres, die in Descartes und Kant Urquell aller Theorien ist. Vielmehr, Ende der Gedankenführung, umspielt ihn bis in seine geistige Wurzel hinein der Strom des Seins, wie ein selbstverständliches und schon als Seinsstrom selbst wohltätiges Element. Nicht der Wille zur Beherrschung etc., sondern die Bewegung der Sympathie, des Daseingönnens, des Grußes an das Steigen der Fülle, in einem erkennend hingegebenen Blick die Inhalte der Welt, allen menschlichen Verstandeszugriff immer neu sich entwinden und die Grenzen der Begriffe überfließen lassen. Durch Seelen hier jeden Gedanken. Etwas komplexes Zitat, aber Sie haben gemerkt, natürlich eine hohe Emotionalität bei Husserl, aber genau diese Emotionalität werden wir jetzt brauchen, um zur Lösung überzugehen, die Edith Stein mit diesen Gedanken auch vollzieht. Edith Stein hat sich bereits im Jahre 1917 von Husserls transzendentalen Idealismus abgewendet. Genau genommen muss man sagen, sie war schon 1914 kritisch gegen seine Rückwendung zu Kant. Husserl hat das formuliert und war übrigens auch leicht beleidigt. Das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Ein zweiter Kommilitone, also nämlich genau Heidegger, hat übrigens denselben Weg wie Edith Stein begangen, aber er löst ihn etwas anders. Auch Heidegger, genau wie Stein, treten genau an derselben Stelle aus Husserls Phänomenologie aus, nämlich mit der Frage, ob denn nicht zum Phänomen nicht nur sein Erscheinen gehört, also das ist jetzt eine Duplikation, sondern ob das Phänomen nicht gerade etwas über seine Existenz aussagt. Das heißt also, diese Klammer um die Existenz ist in beider Augen eine künstliche Existenz. Sondern zur Phänomenalität gehört ja gerade schon das Einleuchten, dass auch etwas existiert. Und in diesem Fall wird nun die Existenz dessen, was erscheint, zum eigentlichen Moment des Austritts aus Husserls Skepsis. Husserl hat das unangenehm wahrgenommen, er fand sich verraten, gerade übrigens auch von seiner Meisterschülerin. Es ist kein Zufall, dass sie ihm 1918 auch gekündigt hat. Sie hat ihm die Mitarbeit aufgekündigt, weil sie im Grunde genommen mit ihm auch nicht mehr arbeiten konnte. Wie geschieht nun aber der Schritt aus dem bisherigen Unglauben über das Denken zum Glauben? Wir haben schon festgehalten, dass Edith Stein in der Schule Husserls lernt, nach eigenem Bekunden Scheuklappen abzulegen und nichts auszuschließen, was sich dem Denken überhaupt darstellt. Dazu gehört auch die präzise Schulung der Beschreibung des Ernstnehmens und vor allem auch der einigermaßen erschöpfenden Behandlung als eines logischen Durchdenkens eines solchen Phänomens. Und für Edith Stein wird nun eine bestimmte Krisenzeit, und zwar ziemlich präzise zwischen 1917 und 1920, zu einer inneren
Unruhe führen und einer inneren Unklarheit, in der sie letzten Endes mit Husserls Phänomenologie allein nicht mehr überleben kann. Es gehört also unbedingt eine Krise dazu, sodass sie auch von ihrem Denken her versuchen muss, aus der Krise herauszukommen. Wir haben in Edith Steins Autobiografie zwei Stellen, die ab dem Jahr 1917 auf bis zu zwei suizidalen Motiven gehen. Zum ersten ist der Weltkrieg eins am verloren gehen. Entgegen allen Erwartungen ist der Weltkrieg weder in wenigen Wochen beendet, noch bleibt Deutschland siegreich, sondern wird entscheidend geschlagen. Edith Stein kann übrigens von Freiburg aus den Geschützdonner der Vogesenfront hören. Ein zweiter Punkt, ich brauche zunächst mal Ihre biografischen Erschütterungen. Der zweite Punkt, sie liebt unglücklich, nämlich Roman Ingarten, der eine Liebe nicht erwidert, sei jetzt einfach nur vermerkt. Der dritte Punkt, sie kündigt Husserl, weil sie gerade an dieser Art des Philosophierens kein Genüge mehr findet. Sie ist also brotlos, sie geht zurück nach Breslau. Und der vierte Punkt, sie beginnt nun etwas zu fragen, was bisher bei ihr verschüttet war. Im Grunde genommen begann sie mit einigen kleinen Vorstufen bereits schon in Freiburg zu fragen. Wir setzen an, nicht so stark bei der religiösen als bei der philosophischen Frage. Genau der Moment der Gegebenheit wird bei Edith Stein zum Ausgangspunkt einer Überlegung. Und zwar gerade auch noch dasselbe Moment, das bei Husserl offen geblieben war, wenn sich denn das Bewusstsein auf etwas richtet, außerhalb seiner selbst. Also nicht nur zirkulär sich beständig mit seinen eigenen Bewusstseinsinhalten beschäftigt. Dann bedeutet es ja auch letztlich, dass Wahrheit, ist wörtlich bei ihr, Wahrheit und Sein aufeinander bezogen sind. Wahrheit hat nur im Hinblick auf ein Sein Sinn. Das müssen wir jetzt zuordnen. Was nun von außen auf, also als ein Etwas sich dem Bewusstsein darstellt, wird hier zum, wird bei Edith Stein nun begrifflich zum Sein. Das kann es auch bei Husserl bereits sein. Also das Sein als Gegenstand des Bewusstseins. Husserl lässt unentschieden, beziehungsweise versucht es im Grunde genommen für Edith Stein unzufriedenstellend zu beantworten, ob sich dieses Sein eigentlich nur noch im Bewusstsein feststellen lässt oder ob es tatsächlich etwas außerhalb des Bewusstseins gibt, weil wenn es denn erkannt werde, wird es natürlich wieder im Bewusstsein erkannt. Also über diese Schleife kommt man gewissermaßen nicht hinaus. Aber Edith Stein beginnt schon 1917 in der Einführung in Philosophie zu schreiben, dass es überhaupt nur sinnvoll ist, von Sein zu sprechen, wenn es unabhängig vom Bewusstsein existiert. Und diesen Bezug des Bewusstseins auf das Sein nennt sie die Wahrheit. Also Wahrheit ist ein Beziehungsgefüge. Und zwar zwischen Bewusstsein und außerhalb des Bewusstseins existierendem Sein. Damit ist das Sein nicht mehr vom Bewusstsein ableitbar. Sie stellt in diesem Augenblick nun die Frage, ob auch das Bewusstsein noch aus dem Sein ableitbar sei und verneint sie bereits an dieser Stelle. Wir haben also hier zwei verschiedene Momente zu tun, die aufeinander zugeordnet sind. Also die Intentionalität behält sie bei, das bleibt bei Husserl, von Husserl erhalten. Aber gleichzeitig sind Sein und Bewusstsein zwei voneinander in gewissem Sinne unabhängige Größen. Das heißt, zwischen beiden besteht eine Beziehung und diese Beziehung heißt Wahrheit bei ihr. Das ist übrigens völlig klassisch. Eine Relationsbeziehung, also eine Relation, intellectus ad rem, mit anderen Worten. Und in diesem Bezug hat nun Edith Stein weiter vorwärts tastend, indem sie nun fragt, wie weit dieses Sein selbst nun Züge aufweist, also auch eine bestimmte Idealität, dabei bleibt sie selbstverständlich, aber nicht nur eine Idealität im Sinne der gedanklichen Erschließung, sondern ob nun umgekehrt das Bewusstsein auf ein Sein stößt, das für das Bewusstsein nicht restlos erkennbar ist, sondern sich nur in bestimmten abstrakten Ausdrücken überhaupt ja zunächst mal denken lässt.
Machen wir es ganz konkret, denn diese Konkretion vollzieht sie bereits. Das ist alles schon in der Einführung in die Philosophie. Das eigene Sein des Denkenden ist ja ein zeitliches Sein. Es ist raumzeitlich organisiert, es ist vom Leibe abhängig, es hat bestimmte Modi, in denen es denken kann. Es wird aber letzten Endes nicht aus seiner eigenen zeitlichen Verfasstheit heraustreten können. Allerdings hat das Denken auch eine Unabhängigkeit von der Zeit, insofern es nicht einfach eben von seinen leiblichen Gegebenheiten abhängig ist, sondern Denken hat ja natürlich die Fähigkeit, zeitlose Bezüge aufzumachen. Und insofern kommt das Denken von sich her auf den Gedanken eines, ich zitiere, ungewordenen, unvergänglichen und unveränderlichen Seins. Das ist nicht identisch mit dem, was wir in der Welt finden. Das ist alles temporär, alles eine Vergänglichkeit. Das hat alles eine Eingeordnetheit in Grenzen, die es definieren und von denen her wir es nicht lösen können. Aber wenn wir von einem Seienden dieses temporären Zuschnitts ausgehen, müssen wir zwingend auf ein zeitfreies, noch einmal ungewordenes, unvergängliches und unveränderliches Sein schließen. Das ist zunächst mal ein logischer Akt. Das ist nicht etwas, was Husserl nicht auch schon gedacht hätte. Aber bei Edith Stein wird dieses unveränderliche und unvergängliche Sein nun zu einer Schlüsselproblematik. Nämlich die Frage, ob dieses Sein in seiner Gesamtstruktur schon erschöpft ist, wenn man es mit diesen zunächst einmal gedachten und logisch erarbeiteten Begriffen bedenkt. Genau hier geht sie darüber hinaus. Und zwar genau in die Frage, ob dieses zeitfreie, logisch erschlossene Sein letzten Endes insofern der Reflexion unterlegen ist, das muss man mal genau mitdenken, als es in der Art und Weise, wenn es so gedacht wird, selbstverständlich nur ein Es vorstellt. Also in gewissem Sinne eine sachhafte Vorgegebenheit. Da aber das denkende Bewusstsein selber von einem Ich ausgeht, wäre in diesem Sinne das Ich denke, diesem Es-Sein in bestimmter Hinsicht überlegen. Weil das Ich nicht nur ein allgemeines Ego ist, also wir sind jetzt nicht mehr bei dem sogenannten transzendentalen Ego, das ja jeder von uns hat und in dem Punkt jeder von uns sagen kann, ich denke, sondern es ist deutlich, dass dieses transzendentale Ego ja völlig unzufriedenstellend ist im Sinne einer Betrachtung, solange ich nicht tatsächlich zu meinem personalen Ego, also zu meiner Individualität, zu meinem eigentlichen Ich-Sein, zu meiner Unverwechselbarkeit weiterdenke. In jedem von uns ist ein transzendentales Ego, also ein gemeinsames Ich-Sagen möglich. Aber meine Unterschiedenheit von allen anderen sonstigen Personen ist ja etwas, was mich gleichzeitig unterscheidet, aber gleichzeitig auch in mir eine Werthaltigkeit begründet, die ich sonst ja sofort verliere, wenn ich nur von einem allgemeinen Ego ausgehe, aber mein eigenes individuelles und nochmal personales Ego gar nicht zur Sprache bringen kann. Dieselbe Frage jetzt bitte auf das Sein angewendet. Solange wir bei einem logischen Sein sind, das ist nicht die Schwierigkeit, die wird seit der Antike gedacht, bleibt aber eine Frage offen, ob dieses logisch erschlossene, unvergängliche Sein letzten Endes auch so etwas wie Reflexion haben kann. Das heißt, eine Rückbezüglichkeit auf sich selbst. Diese Rückbezüglichkeit ist genau der entscheidende Punkt. Wäre es nur vorfindlich, dann wäre es in diesem Sinne so etwas wie eine sachhafte Seinsebene. Dieser Gedanke ist schon von Platon durchdacht worden. Platon übrigens als einer der Mitvordenker für Husserl. Husserl ist Platoniker, gar keine Frage. Und in dem Sinne muss vom Sein, wenn ich es aristotelisch fasse, selbstverständlich noch etwas anderes mitgedacht werden, nämlich die Selbstreflexivität, der Selbstbesitz übrigens, die Selbstverwiesenheit, eine Selbstrelationalität.
Damit ist Edith Stein bei dem Punkt, an dem sie nun tatsächlich weitergeht, wesentlich weitergeht als Husserl. Und zwar schon aufgrund ihrer Krise, in der sie genau die Haltlosigkeit des eigenen Ich eigentlich nur einholen kann oder mit einem Halt versehen kann in dem Augenblick, wo sie es in einen ewigen Halt bringt. Der ewige Halt kann aber ihrer eigenen personalen Reflexivität nicht unterlegen sein. Das heißt, dieses Sein selber muss eine Selbstbezüglichkeit haben, das haben wir schon gesagt. Aber wie sieht diese Selbstbezüglichkeit aus? Edith Stein hat in ihrem Meisterwerk Endliches und ewiges Sein dazu die Stelle aus Exodus 3,14 benutzt und auch zitiert und ausgedeutet, übrigens mit Augustinus. Die berühmte Stelle, ich bin der ich bin. Das ist die deutsche Übersetzung, das Hebräische ist komplizierter. Wir brauchen uns hier nicht auf exegetische Fragen einlassen. Entscheidend ist aber, dass dieses Ich bin eine Selbstaussage des Seins bedeutet. Die kann ich glaubend fassen, selbstverständlich. Aber bei Edith Stein kann das sogar noch heißen, dass das eine Forderung des Denkens ist. Dass das Sein genau in diesem Sinne als sich selbst denkend, in diesem Sinne eben auch als selbstbezüglich gefasst wird. Das ist ein sehr intensiver Gedanke. Aber der Augenblick, wo man statt bei dem Sein, bei dem Ich bin des Seins ist, ist man selbstverständlich auch bei einer Person. Edith Steins Seinslehre mündet in diesem Sinne logisch in einer Lehre von der Person. Das ist ein entscheidender Schritt. Personalität heißt bei ihr eben nicht nur ein Dasein, übrigens auch selbstverständlich, dass eine Existenz mit umschließt, also Existenz im klassischen Sinne, sondern zugleich auch eine Selbstbegründetheit in sich. Und wenn nun das Sein mit diesem unvergänglichen, zeitfreien, ewigen zusammengebunden wird, dann bedeutet es hier eine zeitfreie, unvergängliche Person, die der eigenen Selbsthabe, der eigenen Selbstreflexion und der eigenen Selbstbezüglichkeit fähig ist. Mit anderen Worten, es ist eigentlich nur noch ein kleiner Schritt zu dem Wort Gott. Wenn man hier mitgegangen ist, sieht man übrigens, dass das eine sehr starke Reflexion ist. Also der Gottesglaube, den man hier jetzt sofort als Glauben apostrophieren kann, ist keineswegs sozusagen nur noch als Glaube zu leisten, sondern bei Edith Stein ist es tatsächlich auf längere Sicht in ihrem Meisterwerk ein Annähern über den Gedanken. Das macht das Werk auch spröde, das ist gar keine Frage, weil sie sich den Gedanken nicht leicht macht. Aber im Sinne eines konsequenten Aufstieges aus der inneren Logik der Ontologie zu der Selbstgewissheit des Seins, dass ich selbst weiß, dass ich selbst will, dass ich selbst liebt, ist ein ganz exquisiter Gedankengang bei ihr entwickelt. Ab dem Gedanken Exodus 3,14 wird sie dann auch in die Sprache der Theologie münden, aber nicht früher. Und in dieser Sprache der Theologie wird sie selbst übrigens auch nochmal eine Rechtfertigung suchen müssen. Die hat sie bereits im Vorwort zu Endliches und Ewiges Sein, ob so etwas wie eine christliche Philosophie überhaupt möglich ist. Sie bejaht es letzten Endes, sie gibt verschiedene Definitionen von christlicher Philosophie, aber die eigentliche Lösung, die sie im Vorwort bereits vorschlägt, heißt nicht, dass man einfach in Glaubenswahrheiten übernimmt und sie dann durchdenkt, auch das ist eine völlig legitime Möglichkeit, sondern es heißt vielmehr, dass in der Weise des Denkens Vorgedachtes, Vorerfahrenes und auch Vorreflektiertes, das sich als Glaubensaussage darstellt, tatsächlich als eine Hilfe benutzt werden kann, um den Denken in diesem konsequenten Weiterdenken behilflich zu sein. Es ist eher ein Zusammenspiel zwischen Denken und, jetzt muss ich auch sagen, glaubend Vorgedachten. Immer auch eine Anregung, aber in diesem Sinne ein Zusammenspiel. Also Edith Stein würde nicht an einer bestimmten Stelle gewissermaßen das Denken verlassen wollen. Das tut sie auch gar nicht. Allerdings muss auch eingeräumt werden,
bis zur also vom Erkennen in das Anerkennen. Das ist übrigens ein Wortspiel von Hegel, ganz ausgezeichnet. Vom Erkennen, das ja noch eine logische Distanz bedeutet, zum Anerkennen, das dann diese Distanz aufhebt, ist selbstverständlich noch ein Schritt. Und Edith Stein vollzieht diesen Schritt, sie reflektiert ihn, sie gesteht ihn ein, nicht im Sinne eines Bekenntnisses, sondern sie gesteht ihn ein im Sinne einer gewissen Notwendigkeit, zu der sie geführt wurde. Damit sind wir von der Gegebenheit beim Geber. Wer ist der Geber der Gegebenheiten? Edith Stein sieht in der verborgenen Tiefe des Ich, das ist ein Ausdruck von ihr, etwas angelegt, nämlich den auf die Person zielenden Sinn von Sein. Die Person ist selbst eine Gegebenheit, in deren Tiefe der Sinn von Sein angelegt ist. Der Sinn von Sein ist nun genau der Sinn einer Bezogenheit zwischen dem Gegebenen und seinem Geber. In der Sprache des Glaubens zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Aber ich mache nochmal darauf aufmerksam, dass das nicht zwei getrennte Sphären sind. Natürlich sprachlich differenziert. Natürlich ist Philosophie nicht Theologie. Aber der Nexus dazwischen, das Band dazwischen, ist unerhört viel tiefer und auch bei Edith Stein viel stringenter gedacht, als es normalerweise der Fall ist. Ich möchte hier zu einem Schluss kommen. Der Augenblick, wo wir von der Gegebenheit zum Geber fragen, vom eigenen zeitgebundenen, vergänglichen Ich zu einem zeitunabhängigen oder zeitfreien Sein, das sich selber auch als Ich erfährt oder Ich aussagt, in diesem Augenblick kommen wir an den Ernst der Existenz. Man kann nämlich den Ernst dieser Existenz, der eigenen gläubigen Existenz, auch insofern vermeiden, indem man wie bei Heidegger, auf den sie im Ende von Endliches und Ewiges Sein eingeht, nur noch an die Angst gerät, die das endliche Sein in seiner Verfallenheit merkt bzw. realisiert. Edith Stein wird eine sehr kluge Kritik Heideggers, von Heideggers Sein und Zeit schreiben, die übrigens wesentlich nicht rezipiert ist. Erstaunt mich immer wieder, wie wenig das rezipiert ist. Sie gibt ihm nämlich ganz streckenweise völlig recht. Sie hat Heideggers in gewissem Sinne Genialität völlig anerkannt. Sie schreibt übrigens wörtlich, er steckt uns alle in die Tasche. Das ist ein sehr großes Kompliment bei ihr, was sie normalerweise von niemand anderem gesagt hat. Aber die Verfallenheit des Ich an seine eigene Zeitlichkeit bleibt bei Heidegger in der Angst, in der Verfallenheit vor dem Tode stecken. Wenn Edith Stein nun gerade in ihrer Kritik sagt, die Angst ist selbstverständlich, eine meisterhafte Analyse, da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber die Angst ist gerade nicht das Letzte, sondern wenn wir diese Daseinsangst Heideggers wirklich ernst nehmen, dann liegt ja die Lösung in dieser Angst auch schon begründet. Und ich darf diese letzten Überlegungen anhand von Zitaten aus Edith Steins eigenem Werk, nämlich Endliches und Ewiges Sein, einmal vortragen. Ich möchte das wörtlich lesen, damit man die Qualität dieser Untersuchung bis zu diesem Ende tatsächlich auch nochmal wörtlich wahrnimmt. Die Angst, die den unerlösten Menschen in mancherlei Verkleidungen als Furcht vor diesem und jenem, im letzten Grunde als Angst vor dem eigenen Nichtsein durchs Leben begleitet, bringt uns vor das Nichts. Und sie fügt nun hinzu, diese Angst ist freilich durchschnittlich nicht das beherrschende Lebensgefühl. Sie wird es nur in Fällen, die wir als krankhaft bezeichnen, aber normalerweise. Und jetzt macht sie eine Gegenposition auf. Auf der einen Seite die Legitimität dieser Angst, aber erfahrungsmäßig und übrigens auch durch eine ganze Fülle von tatsächlich auch Reflexionen bestätigt. Genau jetzt das Gegenteil. Durchschnittlich ist die Angst nicht das beherrschende Lebensgefühl. Sie wird es, okay. Wir wandeln vielmehr in einer großen Sicherheit, als sei unser Sein ein fester Besitz.
Dennoch zeigt uns die denkende Zergliederung unseres Seins, dass wir wenig Grund zu solcher Sicherheit in ihm selbst haben, in uns selbst haben. Wie sehr unser Sein in der Tat dem Nichts ausgesetzt ist, aber ist damit jene Seinssicherheit sachlich unbegründet, als unvernünftig erwiesen und als vernünftige Lebenshaltung eine leidenschaftliche, ihrer selbstgewisse, sich ängstigende Freiheit zum Tode? Bis dahin hat sie also nochmal Heidegger recht gegeben, auch wiederholt. Jetzt kommt aber die Einschränkung bzw. die Weitung. Weitung wäre der präzisere Ausdruck. Sie antwortet auf die Frage mit keineswegs. Denn der unleugbaren Tatsache, dass mein Sein ein flüchtiges, von Augenblick zu Augenblick gefristetes, der Möglichkeit des Nichtseins ausgesetztes ist, entspricht die andere ebenso unleugbare Tatsache, dass ich trotz dieser Flüchtigkeit bin und von Augenblick zu Augenblick im Sein erhalten werde und in meinem flüchtigen Sein ein dauerndes umfasse. Ich weiß mich gehalten und habe darin Ruhe und Sicherheit. Nicht die selbstgewisse Sicherheit des Mannes, der in eigener Kraft auf festem Boden steht, aber die süße und selige Sicherheit des Kindes, das von einem starken Arm getragen wird, eine sachlich betrachtet nicht weniger vernünftige Sicherheit. Oder wäre das Kind vernünftig, das beständig in der Angst lebte, die Mutter könnte es fallen lassen? Und jetzt kommt die Folgerung, die nun wirklich nochmal sehr zentral formuliert wird. Ich stoße also in meinem Sein auf ein anderes, das nicht meines ist, sondern Halt und Grund meines in sich haltlosen und grundlosen Seins. Und sie fügt dann noch hinzu, dass in dem Augenblick, wo wir von Ich Bin sprechen, das nicht nur in einem alltäglichen Sinne, sondern eben auch in diesem philosophisch sehr tiefen Sinne, Ich Bin, ich habe Anteil am Sein, im Grunde genommen der Halt und Grund dieser meiner Aussage, dass Ich Bin das von Exodus 3,14 ist. Auch mein Ich beruht auf diesem Ich, diesem wandellosen, ewigen, unveränderlichen Ich. Ich möchte damit schließen, allerdings noch einen einzigen Satz zitieren, in dem Edith Stein über ihre normale, sehr sachliche, wenn nicht sogar spröde Wortfindung in der Regel hinausgeht. Das wird übrigens am Ende von Endliches und Ewiges Sein immer deutlicher. Sie schließt sich ihrer eigenen Überraschung nach, wie sie das auch bekennt, immer mehr an Augustinus an. Sie hatte ursprünglich mit Thomas begonnen, mit Aristoteles, sehr viel Husserl, aber sie wird immer mehr augustinisch, nochmal zu ihrer eigenen Überraschung. Und zwar warum? Weil sie in der Verfolgung dieses Personalen, dass die eigene Person, die eigene Ichhaftigkeit in der ewigen Person gründet, Halt hat, natürlich nicht einfach nur mit einer distanten Anerkennung beantwortet werden kann, sondern sie greift in diesem Zitat sehr selten sogar auf das Wort Herz zurück, also den Zentralterminus, den Augustinus hat, dass das eigene Herz hier antwortet. Und mit diesem Zitat will ich schließen. Nochmal, es ist ungewöhnlich, es ist in der Sprache Edith Steins eher selten so etwas zu hören, aber es ist in diesem Fall nun tatsächlich die Aufgipfelung ihres Denkens. An dem Tage, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz haben wird, werden wir schrankenlose Macht über das Seine haben. Ich lese doch mal vor, es ist sehr stark. An dem Tage, an dem Gott schrankenlose Macht über unser Herz haben wird, werden wir schrankenlose Macht über das Seine haben. Ich danke jetzt für Ihr Mitdenken.